Aufregendes Essen, tolle Strände, freundliche Menschen. Auf meiner AIDA-Reise durch das chinesische Meer durfte ich erfahren, wie bunt und vielfältig Asien ist. In 8 Tagen besuchte ich 3 Länder, aber seht selbst, was ich in Taiwan, Japan und China alles erlebt und gegessen habe. Mein erster Stopp, der Hafen von Keelung in Taiwan. Das ist wie in Hollywood hier. Keelung im Berg. Und jetzt unser Schiff. Von da aus ging es mit dem Taxi in 30 Minuten in die verrückte Stadt Taipeh. Natürlich nicht zu den Touristenspots, sondern rauf auf den bunten einheimischen Markt. Das Schöne ist, dass man hier überall probieren kann auf dem Berg. Mega lecker, super aromatisch, total saftig. Sieht aus wie türkischer Honig, nur in Schwarz mit Sesam. Schmeckt auch so. Nach Taipeh haben wir noch kurz Halt auf dem Nachtmarkt von Keelung gemacht. Und ich verspreche, ich habe noch nie so viel verrücktes Essen gesehen. Ich kaufe mir jetzt mal so einen Ball mit Custard innen drin. Essinstruktionen bekommen für die Egg-Yolk-Bälle. Das ist schweineheiß. Das schmeckt köstlich. Das Außen ist kein Mehl, das ist irgendwas anderes, vielleicht Taro oder so. Und das ist innen drin, boah, schmeckt so lecker. Bester süßer Snack der Welt. Wirklich. Oh, ist lecker. Man muss im Urlaub Sachen immer teilen, weil dann kann man mehr essen. Ich glaube, dass es total lecker ist. Ein Hefeteigbrötchen mit Pork innen drin. Das schmeckt ja auch. Meine Oma hat früher auch so Hefeknödel gemacht mit Fleisch drin. Wir haben dazu Sauerkraut gegessen. Mit dem hübschen Zeichen drauf ist. Die habe ich jetzt aber schon öfter hier gesehen. Es riecht ziemlich neutral, auch nicht süß oder salzig. Lass einfach mal drauf ankommen. Sie konnte es mir natürlich auch nicht sagen. Da ist witzigerweise gar nichts drin. So eine ganz süße Masse. Ist tatsächlich ein bisschen trocken. Schluck Milch dazu wäre nicht schlecht. Aber hey, kann ich immer gewinnen. Hier gibt es taiwanesische Königsberger Klopse. Ich war jetzt ungefähr 7 Stunden in Taiwan und ich muss sagen, ich bin total überwältigt von all den Eindrücken. Ich hatte irgendwie gar keine Vorstellung. Ich wusste auch nicht, was man in Taiwan isst, aber es gab so viele schöne kulinarische Überraschungen. So viele Momente, wo man in irgendwas reingebissen hat, man wusste nicht, was drin ist. Und am Ende war es viel leckerer, als man sich erhofft hatte. Zum Beispiel habe ich hier eines der besten Desserts meines Lebens gegessen. Das knusprige Bällchen mit der Vanillesoße innen drin war einfach so unfassbar köstlich. Ich muss sagen, dass Taiwan für mich sehr beeindruckend war und dass ich auf jeden Fall wiederkommen möchte. Und es ist sehr, sehr smockig, man kann sehen, wie dreckig meine Füße sind. Aber hey, die kann man ja waschen und das mache ich jetzt hier, nämlich jetzt geht's zurück aufs Schiff. Mein zweiter Stopp der Reise war die Insel Ishigaki in Japan. Japan, das Land der Perfektion, des Sushis und des köstlichen Essens. Wer konnte ahnen, dass es dort auch wunderschöne Strände gibt? Die Kabira Bay ist wirklich wunderschön. Ein guter Tipp ist zu warten, bis das Wasser ein bisschen lower ist, weil dann kann man um die Felsen herumlaufen und weg von den Leuten und ist quasi in dieser wunderschönen Bucht, wo nur ein paar Taucherboote sind und sonst niemand. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, dass man hier nicht baden darf, weil so viele scharfe Korallen im Wasser liegen und die Strömung so stark ist, aber ich bin ja nicht so die Wasserratte. Wir sind jetzt in der kleinen Innenstadt von Ishigaki, hier gibt es super viele kleine Läden, total hübsch und wir suchen uns jetzt den schönsten raus. Wie schön ist das denn? Man bestellt eine Sache, man kriegt so viele. Guckt euch mal allein diesen Teller an. Okay, hier ist der Reis. So ist das ja ein Nachtisch. Miso. So ein köstlicher Sashimi-Teller. Und hier haben wir eine Suppe mit Schweinefleisch.
Das ist wirklich ein total leckeres Restaurant. Ich würde euch auch gerne verraten als Tipp, wie es heißt, aber ich habe natürlich keine Ahnung. Aber vielleicht spricht ja einer von euch da draußen Japanisch und kann mal in die Kommentare schreiben, wie es heißt. Und dann kommt es in die Videobeschreibung. Wie glibberig das ist. Ich kann es gar nicht nehmen. Wir sind jetzt gerade vom Schiff gestiegen und sind tatsächlich in Shanghai angekommen. Was als allererstes auffällt, dass die Straßen total ruhig sind, weil es gibt offensichtlich, außer jetzt gerade, fast nur Elektroroller. Und alle Leute hängen ihre Klamotten gerne mitten auf der Straße auf. Uns wurde jetzt gerade von so einem ganz netten Jungen im Café ein Ort aufgeschrieben, und zwar dieser hier mit dem Tempel, wo es ganz viel Essen geben soll und wo wir unbedingt hinfahren sollen. Und ja, super bunt hier, wir schauen uns mal an. Food Court. Und das ist ja lustig. Da kann man draus trinken. War verrückt, ob da jetzt Suppe drin ist oder was? Heiße Hühnersuppe. Wie cool ist das denn? Hallo? Das war eine lustige Geschäftsidee. Und auch hier kann man fast überall probieren. Das sind einfach nur karamellisierte Erdnüsse. Schmeckt immer auch. Ich habe noch nie einen Ort gesehen, an dem es so viel zu essen gibt wie hier an diesem Tempel. Ich glaube, jedes chinesische Gericht, was jemals erfunden wurde, wird hier auch angeboten. So viele Menschen, so viele Gerüche. Es war wunderbar. Und die beste Geschäftsidee des Lebens, Suppe im Dumpling. Aber jetzt bräuchte ich erstmal eine Pause von diesen ganzen Menschen. Also mir wurde jetzt gerade das hier empfohlen. Das hier. Das hat jetzt ungefähr 80 Cent gekostet. Und es sieht so ein bisschen aus wie das, was ich in Taiwan gegessen habe, was nach gar nichts geschmeckt hat. Das schmeckt tausendmal besser als in Taiwan, weil da ist köstliches Schweinefleisch drin. Geht's wieder weg? Wieder ein Überraschungs-etwas. Fühlt sich an wie so ein ganz, 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 ganz luftiger Hefeteig. Ah! Vegetarisch. Das erste Mal, dass ich was Vegetarisches entdecke. So eine Art Pak Choi mit Shiitake-Pilzen. Okay, sie hat mir den Ball jetzt offensichtlich noch heiß gemacht. Wieder keine Ahnung, was drin ist. Ich mach's mal auf. Oh, das ist sehr klebrig. Au! Oh. Ah. Ah. Oha! Sehr klebrig. Immer noch sehr klebrig. So Reisteig mit ganz viel Sesam und einer roten Bohnenpaste innen drin. Schmeckt interessant, aber ich habe für beide Sachen zusammen, glaube ich, 40 Cent bezahlt. Total krass. Ich hole mir jetzt kleine Nudeltaschen. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, was da drin ist. Sojasauce ist auf jeden Fall drauf. Dass sie so köstlich sind, hätte ich nicht gedacht. Da ist total viel Suppe drin und in der Mitte so ein Hackfleischklößchen. Ich glaube, es ist Schweinefleisch. Total soft außen. Oh, super gut. Aber natürlich war ich nicht nur zum Genießen und Urlaub machen auf der AIDA, sondern vor allem um zu kochen. Am ersten Abend ging es in die große Primetime-Show. Dort habe ich Thunfisch-Tatar gemacht. Am Tag darauf sollte es Sommerrollen am Pool geben, aber das Schönste war, als am Ende alle Zuschauer auf die Bühne kamen und mit mir zusammengerollt haben. Mein persönliches Highlight war das ausgebuchte Asia-Dinner im Rossini, dem schicksten Lokal an Bord. 70 Leute hatten gebucht, um unser Menü zu essen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einfach eine wunderbare Reise durch Asien und hoffe, dass wir alle zusammen einen wunderschönen Abend haben. Guten Appetit!
Wasabi-Kaffee fürs Dessert. Ein Wahnsinn. Yay! Ich hab's auf ihrer Seite schon gepostet. Ja? Dankeschön. Ihr habt gesehen, wie unfassbar aufregend, bunt und köstlich Shanghai ist. Für mich wird es auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, weil ich wäre gerne länger geblieben. Was hoffentlich auch nicht das letzte Mal war, die Aina. Ich hatte ganz, ganz großen Spaß hier. Vielen, vielen Dank an die tolle Crew, an die super coolen Köche. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es in Hongkong war, könnt ihr jetzt hier klicken und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.